But first, let me take a selfie. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Furrymopf. Ich begrüße euch hier ganz herzlich im neuen Jahr 2015 und was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, seht ihr in meinem Jahresrückblick von 2014, den ihr euch nach diesem Video hier gerne anschauen könnt, denn jetzt geht es erstmal los mit euren Kommentaren. Der Archaios Entertainment, der schreibt, cooles Video, du hast dich echt verbessert seit deinen Anfängen. Ich hätte da eine Frage für das nächste Mal. Machst du irgendeinen Wintersport? Skifahren, Snowboard, Langlaufen etc. Erstmal danke, dass dir das Video anscheinend gefallen hat. Ja, ich mache einen Wintersport und zwar fahre ich Ski. In Skikursen fahre ich zwar schon lange nicht mehr mit, aber so halt in meiner Freizeit, so einmal im Jahr, mache ich ganz gerne. So einen Tag mal. Ja. Dann schreibt Lukas Weidemann zu typisch Geschenkeauspacker. Leider kein Ton. Ja, dazu muss ich mal was sagen und zwar, das war ein dummer Fail. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Die Hintergrundgeräusche, so Musik und alles, was halt so im Programm erst eingefügt wurde, ist schon da. Aber das, was ich spreche, also das, was ich sage, mein Geschwafel, hört man nicht. Gar nicht. Das ist einfach ein seltsames Ding. Aber jetzt wird's noch verrückter. Aufgepasst. Auf dem Handy ohne Kopfhörer? Nö. Auf dem Handy mit Kopfhörer? Ja. Am PC mit Kopfhörer? Ja. Am PC ohne Kopfhörer? Ja. Ich verstehe das aber nicht. Die Musik ist ganz normal da im Hintergrund, aber alles andere nicht. Keine Ahnung, schaut euch einfach mit Kopfhörern an oder am PC. Ja. Dann schreibt Lady Kreuz zum typischen Schüler. Harimov, du hast die Verrückte vergessen. Na gut, da gibt's schon welche, die sich einfach ein bisschen verrückt aufführen. Na gut, ich mache ein extra Video. Und dann gibt es dann noch den Verrückten. Ja. Ja, davon gibt es tatsächlich in der 9. Klasse noch welche. Es ist ein Mysterium und es wird nie geklärt werden, warum. So habe ich diese Art jetzt auch gut rübergebracht. Jo, dann habe ich mir gedacht, lese ich mal ein paar Kommentare von meinem zweiten Kanal vor, The Kevin TV. Also da schreibt Happy Jenny zu der Roomtour hinter die Kulissen, die ich gemacht habe auf meinem zweiten Kanal. Gutes Video. Wie heißt das Mikrofon? Und geht das auch an den PC für Voiceovers? Danke schon mal. Ja, gut, dass dir das Video gefallen hat. Freut mich. Ja, das Mikrofon, das ich hier gerade benutze, ist das T-Bone Shotgun EM9600. Ich glaube nicht, dass es am Computer geht, weil an meinem Laptop von Lenovo mit Windows 7 funktioniert es nicht. Blöderweise. Vielleicht braucht man aber auch nur ein anderes Kabel oder einen anderen Adapter. Ich weiß es nicht. Probier einfach selber ein bisschen rum. Dann schreibt Mario Zockt LP, welche Cam hast du? Ja, ich benutze die Canon EOS 650D für meine Videos. Also für alle, die das wissen wollten, jetzt wisst ihr's. Jo Leute, das war's mit der etwas kürzeren Ausgabe der Ja, so ist das Show. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abonnement freuen. Genau, schreibt mal in die Kommentare irgendwelche Kommentare oder Fragen, die ihr so habt. Gerne auch unter andere Videos, ich krieg alle Kommentare. Genau. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch auf meinem zweiten Kanal vorbeischaut. The Kevin TV ist entweder hier irgendwo im Bild oder in der Videobeschreibung verlinkt, weiß ich noch nicht genau. Oder bei meinem letzten Jahr so ist das Video oder bei meinem letzten Video überhaupt, Harimov Werbespot 2. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.